Ach ja, ich weiß schon. Rotierende Modulation. Auf rotierende Modulation eingestellt. Wir können maximal 12 Schuss abfeuern. Das Mann, ist so Mann. geil. Das ist so geil. Oh, müssen wir vom Träger starten? Ach Quatsch. Nee. Nee. Das wäre auch cool. Flugplatz mitten im Meer? Wie geht das? Bis einer weint. Dann ist das Geschrei auch mal groß. Das sage ich dir. Oh, oh Gott, die Flak. Oh, oh, oh. Hat direkt schon Ärger gemacht hier. Es wackelt auch schon. Zitter. Oh Gott. Oh, ich fliege. Ja, ja, ich in der fliege Luft. Hier schon. Okay. Mal auf die Karte gucken. Noch sehe ich keine Zonen, sondern nur Ziele zum Abwegbomben. Doch, rechts sind Zonen. Ja, also, ne, diese roten Kreise, also diese Bombzonen, ja. Ne? Ja, von wollen wir. Links. Ja, oder vielmehr genau von Osten kommen die Westen meine ich. Ja, Gegner. Wollen wir den Bombern entgegenfliegen und über die Wolken, weil hier sind wir sie eben gerade mitten in den Wolken und dann lieber ein bisschen höher, oder? Bleiben wir so den zusammen. Hoch weiter, ja. Ich sehe noch keinen, aber die kommen ja dann von da, die Bomber. Von daher erstmal über die Wolken und dann entgegenfliegen, ja. Also ich kann da hinten irgendwie reichlich Beobachtungsflugzeuge erkennen. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Ja, die Bowfighter, ne? Ja, ich weiß nicht, ob es unsere sind. Ne, wenn die rot sind, nicht. Nur wenn die blau sind, die Dreiecke. Ja, da ist alles dabei. Ja, da sind rote Bowfighter, 23 Kilometer noch entfernt. Allerdings, Vorsicht, die fliegen auch schon mal außerhalb der Reichweite von der Karte, manchmal. Also manchmal muss man einfach warten, bis deren Kurs sie irgendwann in die richtige Richtung treibt. So, das meine ich. Die sind ein bisschen komisch, ja. Die sind da aber komisch drei drin. Stück sehe ich da. Ja, ich auch. Können ja, könnt ihr erstmal Generalkurs dahin, ne? So den ja. So ein bisschen abfangen. Die machen allerdings auch Kurven. Ja, ja. Na, kriegen wir hin. Wenn ihr sagt, kriegen wir hin, dann. Ja, Leute, soll ich bei euch bleiben oder wie oder was? Oder? Du kannst ja schon mal ein bisschen nach vorne, so auf 3-4 Kilometer vor uns oder so. Ja, oder 5, 6, 7 und mal gucken, was da so ist. Aber ich würde noch nicht angreifen, dann lieber zusammen angreifen. Also ein bisschen spähen schon mal vielleicht und Höhe gewinnen weiter. Na, Alex, ich folg dir mal, ne? Ich fahre mal ein bisschen links. So den voraussichtlichen Schnittpunkt immer mal so ein bisschen im Auge rein. Obwohl eine dreht bei, ne? Irgendwie habe ich so den dann einen. Dann werden die anderen das auch bestimmt machen. Ja, sieht so aus, ja, ja. Ja. Ich behalte mal die vordere im Ziel erstmal. Auf die vordere gehen? Also die rechte. Ja, nee, die behalte ich erstmal im Ziel, wir sind ja noch. Wir haben auch alternativ 1,8 Kilometer von mir entfernt, relativ hoch, aber noch nicht zu hoch, auch einen U-88-Bomber, der von uns in Richtung von Zielen fliegt. Den könnten wir auch beschützen alternativ, falls die doch noch zu weit weg sind auf Dauer. Ach so. Der fliegt ja, anscheinend in also Richtung der Ziele. Ich kann die Punkte von denen ganz klar erkennen, also die sind nicht mehr weit weg. Nee, lass uns mal an den Hochaltern okay. Bleiben. Gut. Oh, da sind noch mehr höhere Wolken, ne? Ich muss noch ein bisschen steigen, glaube ich. Sind die eigentlich auch von Spielern gesteuert? Nee, die nicht. Aber auch die sollte, also gerade die, weil die fliegen ja ziemlich voraussehbar, sollte man nicht einfach von hinten angreifen. Ich habe das schon mal gehabt. Greift die lieber von oben oder unten an, je nachdem, ne? Von unten ist manchmal besser wegen Geschützen und so. Einfach damit du schneller die Motoren treffen kannst. Weil dann hast du sie irgendwann wirklich. Also die können zwar manchmal noch löschen, das schaffen die sogar. Aber es bringt meistens ziemlich wenig, auf diesem realistischen Modus was in den Rumpf zu jagen.
Oh, da jagt einer hinter mir hinterher. Jo, ich sehe ihn. Oh ja. Ich lenk drauf ein. Komm mal zu uns. Wenn es irgendwie geht. Wenn es ein Stück. Wir kommen ja auch an. Da kommt auch noch einer von uns dazu, von oben, BF-109. Greift mit ein. Den sollten wir kriegen. Aber Vorsicht, der kann richtig. P-40 ist auch, ne? Kann schon mal böse Treffer landen. Und ist auch Energy Fighter. Ich glaube, okay. Jetzt hat er mich verloren. Ja. Obwohl, er dreht bei. Jetzt macht er nochmal einen kurzen Anflug. Er ist vorbei. Er dreht wieder. Er hat sich gleich wieder kurz. Nee, der hat mich nicht. Okay. Ja, er versucht's, aber nee, schafft er nicht. Jetzt müssen wir erstmal los. Frohes Schlachtfest, sag ich mal, ne? An alle. Panzerfahrer in der Luft, ne? Ist doch so eine Sache. Sollte man sich vorher überlegen. Kommt noch eine P-40 rein? Ja, ich sehe sie. Ich versuche mal mein Glück bei ihr. Oh, und da wurde ich abgeschossen. Oh, ich habe auch von der P-40. Achso, da war gar nicht, wie ich gesehen habe. Ja, hier ist noch irgendwas, der hat mich auch gerade was noch knapp. Ich weiß nicht, ob es einer von uns war. Ja, nee, hinter dem du her warst, der hat mich abgeschossen. Alter! Wieso ballert mir hier einer jetzt von unserer eigenen Truppe erstmal was in die Kiste rein? Ja. Boah, nee, es ist mir zu doof. Ja. Dann soll er sich den scheiß Abschuss holen. Was für ein Idiot, Alter. Ich hab ihn. Nee, er hat ihn sich geholt. Der Piskop. Naja. Bosskop, Piskop. Ich werde mal wieder landen fliegen. Wo kann man denn hier landen? Wo ist die nächste Tankstelle? Oh fuck, scheiße, ich bin über den feindlichen. Über den feindlichen Konvoi hier gerade, über den Schiffen. Uah. Ja, okay. Ich sehe dich nirgendwo auf der Karte, du bist also weit weg. Wollen wir uns. Wer lebt denn noch? Leben wir alle noch? Nee. Okay. Wie gesagt. ich weiß nicht, ob der die ganze Zeit hinter mir war, auf jeden Fall der Typ, hinter dem du warst, der hat mich abgeschossen. Ja, okay, stimmt. Ich tendiere zu vergessen, solche wichtigen Details. Ich flieg trotzdem zurück zum Flugplatz. Tobi, Vorsicht, da kommt noch irgendwo, war da gerade noch was? Ja, da ist eine F4F, die kommt runter. Also ich kann theoretisch noch helfen. Also ich bin noch gesund und hab noch ein bisschen Munition. Ich dreh mal bei und komm mal zu dir. Da kommen allerdings auch noch eine andere BF-110 und eine BF-109 von uns. Siehst du sonst irgendwo noch welche? Oder hast du gerade keine Zeit? Jetzt gerade, im Moment muss ich erstmal gucken, von irgendwo hier werde ich beschossen irgendwie. Ja, da sind Schiffe und Geschütze am Boden. Obwohl die Geschütze am Boden schießen auf die Feinde, das sind unsere. Ist das ein Flughafen? Das ist ein Flughafen. Da kann ich landen. Nö. Also Punkt A ist ein Matthias, Flughafen. Matthias, kannst du sehen, ist da was hinter mir? Nein, oder bisher nicht. Nee, nein, da sind nur Schiffe und sowas. Feindliche Zerstörer, glaube ich. Naja, das klappt wieder auf dem Flug. Also kann ich eigentlich mal in Richtung meine Richtung vielleicht, dann bist du so irgendwann los. Du kannst auch auf A landen. Ja, aber das ist sehr nah, ne? Aber andererseits werde ich ja auch machen. Denke ich. Obwohl die Schiffe sind zu nah dran, da würde ich nicht landen. Ja, ich ja auch, aber das ist zu nah. Die schießen uns weg. Also zumindest beim Start. Also, wenn nicht vorher schon. Wir sind da echt nah dran. Ja. Ich würde fast sagen, woanders hinfliegen. Oder wollen wir es wagen? Ja, komm, was kostet die Welt? Na gut. Aber dann fliege ich von unseren Schiffen aus an. Hier vorne, siehst du, unsere Schiffe? Die kommen denen entgegen. Oh, das wird gerade eingenommen von wem? Von uns? Was? Wie? Was? F4F kommt. Oh, das nimmt jemand rechts ein. Rechts oben. Okay. F4F von rechts oben, P40 kommt noch auch. Oh, das wird aber dann zu schlimm.
gerade. Deswegen wird das eingenommen. Ja, okay. Nee, ich bleib da, bin aber da. Dann bin ich wertvoller hier. Vielleicht können wir das wieder zurückräumen. Wir müssen anscheinend nur drüber bleiben. Oder? Das ist bestimmt der Luftraum, der gerade... Oh, nee. Ja, das ist schwer zu sagen. Aber auf jeden Fall ist hier die Hölle los. Hier können wir nicht landen. Die sind viel zu nah. Die sind viel zu nah. Lass uns hier abhauen. Der ist verloren. Lass uns genau zu unseren Leuten zurück. Dann können wir nicht so leicht von der Luft aus angegriffen werden. Zu unseren Schiffen. So ist gut. Sag mal, sind wir nicht die letzten beiden? Nö. Da sind noch mindestens drei andere. Also ich fliege jetzt erstmal zu unserer anderen Base zurück und lande da erstmal. Ja, eben, das Wichtigste ist wirklich, dass wir überleben und dass die anderen keine Flugzeuge mehr haben. Ja, ich lass mal die Kiste auch mal reparieren, ne? Ja. Ich komme hinterher. Hast du denn noch Munition grundsätzlich? Falls da noch was vor uns ist. Ja. Ich weiß zwar nicht, wie ich es mir anzeigen lassen kann, aber. ¿Qué pasa? Mi Pablo El Burrito. Wie macht man das? Weiß ich nicht, ist vielleicht auf Enter oder so? Bei dir? Ich hab das ja die ganze Zeit auch. Ja, aber das war grad so. So bescheuert von dem. Das war der Typ, der, Ja, der mir von hinten eine reingeholzt hat, ja, ja, ne? Richtig, ja. Ja, das habe ich schon gesehen. Da habe ich nur gedacht, Alter, was für ein Idiot. Das war ja die ganze, der ist ja 20 Sekunden oder so hinter dir hergeflogen, hat die ganze Zeit Dauerfeuer sozusagen gemacht, ne? Ja. Ich habe so 10, 12 Treffer von dem habe ich einkassiert. Nee, Matze, nicht Mexican. Bei dir ist immer noch die Asian-Nummer. Ja, stimmt. Ich bin aus der Asian-Nummer immer noch nicht raus. Demnächst bin ich dann doch zu einem gewissen Teil Japaner. Wer weiß das schon? Ich weiß es nicht. Und dann muss ich mir ganz viele Hentais angucken. Wo ist eigentlich Anflug zu unserer Base? Die ist in Richtung, Landerichtung von uns aus. Wir fliegen an von... Südwesten. Ja, circa. Aber ich sehe die Landebahn gar nicht. Die ist, wenn du auf die Karte klickst, M, ne, dann ist die praktisch links von uns so ein bisschen. Also von unserer Flugrichtung aus. Also. Oh, Missionsziel fehlgeschlagen? Ja, das heißt noch nichts. Oh, ist alles gut, behaupte ich. Also wir sollten links? Jetzt gleich. Du kannst schon mal links abdrehen, so nach Dingens hier nach. Ne, du weißt schon, Osten. Weißt du? Ach, da hinten ist naja. Jetzt. Also Ost-Nordost jetzt wahrscheinlich von dir aus, denke ich so. Jetzt sieht man auch, also ich sehe schon die Flakgeschütze. Auch eine sehr effektive Verteidigung hier auf dem Modus. So, da sollte man nicht meinen, dass das nichts wert ist. Sonst gibt's Druff. Wir müssen eure Magazine noch leer machen, damit ihr leicht genug seid für die Landung. Ach bitte! Wenn ich Bomben an Bord hätte, okay, aber das ist jetzt auch, also nee. Wie oft hast du dich noch schnell hinter dein MG geklemmt im Doppeldecker damals und hast gedacht, ja. Jetzt komm, flieg genau rein, jetzt einfach nur reinfliegen. Hol dir ein paar. Aber wir sind ja gar nicht im Ersten Weltkrieg, das ist ja alles Quatsch. Wir sind ja eigentlich voll die modernen Doppeldecker. Stealth. Ich habe einen Zusatztank. Warum habe ich den noch nicht abgeworfen? Kann man den abwerfen? Oh. Man bisher noch nie abwerfen hier, ne? Zusatztank. Ja, aber eigentlich kannst dein total Cockpit sinnvoll. Aufmachen. Was? Kannst dein Cockpit aufmachen. Ja, das ist beim Doppeldecker sowieso total wichtig. Ich sehe nur dieses kleine Fischauge vor mir hier. Ja. Immerhin habe ich was. Die Russen haben, glaube ich, gar nichts, ne? Die müssen sich auf ihre Brillen verlassen und schlabberbacken. Also so allmählich möchte ich dann doch schon mal angekommen sein. Ja, denkst du auch nur. Aber du kannst schon mal tiefer gehen, glaube ich, oder?
Wie siehst du so aus, als wärst du dran vorbei oder so? Irgendwie, ich weiß nicht. Ach, Blödsinn, er sieht doch nicht. Obwohl, nee, du bist vorbei, bist du noch nicht. Du musst noch ein bisschen weiter nach Osten. Nee, fliegt richtig, ja. Ah, jetzt habe ich sie in Sicht. Ja, die Flakgeschütze müsstest du doch auch schon gesehen haben, eigentlich durch die Berge. Ja, nicht, dass die uns jetzt gleich verfolgen kommen. Wie viel haben wir denn noch? Oh, die haben mehr als wir. Also, wir zwei sind noch und dann sind... Also, einen sehe ich dann noch. Also, die werden wahrscheinlich gleich auf die Idee kommen, ey, lass doch mal zu deren Flugplatz fliegen. Das heißt, wenn wir gestartet sind, sollten wir uns vielleicht was... Nicht vielleicht direkt auf direkte Wege zurückfliegen oder so, sondern gucken, ob wir irgendwie noch Unheil stiften können in einem anderen Winkel, wo sie nicht direkt mit uns rechnen. Die wissen ja nicht, wo wir sind. Die Tarnung auf Tobis Flugzeug sieht auch geil aus. Da sind Schmetterlinge bei, Häschen. Was, bei meinem Flugzeug? Ja. Ja, ist doch schick, ne? Ja. Ja, haben oder nicht haben, ne? Wie so ein Rohrschacht, ey. Also, ganz viel. Tobi, du weißt Bescheid. Treib die ordentlich an da, die Truppen. Die müssen gleich mich auch noch schnell flicken und wir müssen dann schnell hier weg. Weil die kommen jetzt gleich. Da müssen wir uns einen Hinterhalt überlegen. Ich habe überlegt, wir könnten uns ein Netz knüpfen und ich schmeiß das auf die drauf, wenn die nebeneinander fliegen. Und dann verknoten die sich und dann fallen die als ein Bündel zu... Meinst du, das kriegen wir hin? Das weiß ich nicht. Ja gut, ich schmeiß das Netz. Knüpfst du mit? Wir haben vielleicht... Also knüpf, fang du mal an gleich, wenn du gelandet Tobi bist. Reißt, der kriegt... Landebahn zu Ende, Tobi. Können wir mal durchstarten. Sonst reparieren die sich hinterher nicht. Oh nein! Bloß nicht crashen, nee. Sonst mach ja, lieber ganz langsam und dreh dich ganz langsam nochmal oder so. Ätzend. Ätzend. Also man kann ein bisschen schon auch aus... also man kann das noch ausreizen. Matze, nee, ist zu spät. Schon. Okay. Die Ente ist in die Suppe gefallen. Ja. So ist es. Ja, dann reiße ich jetzt alles raus. Oh, ich bin aber auch schon ganz schön. Ja. Ja, gut, aber mit dem Doppeldecker. Nee, ich starte durch. Nee. Ja. Ja, die Landebahn ist auch bös kurz. Mhm. Ja, schon. Selbst für Doppeldecker. Da kannst du ja sonst einiges leisten. Die in den Übungsmissionen ist länger. Auf der Schule war das alles anders. Perfekt. Aber noch bin ich nicht durch. Muss man rechtzeitig vom Gas gehen, von der Bremse wieder hier, sonst lande ich wieder auf die Fresse. Mitten ritten. Auch mit den Doppeldeckern? Fiese Fresse. Was? Ja, auch sehr schnell sogar. Also, was heißt sehr schnell? Es passiert sehr schnell. Man hat genug Zeit, das zu reduzieren, aber wenn es denn passiert, geht sehr schnell. Die sind halt sehr leicht, ne? Klappt das schon mal gerne um. Ja. Wie viele sind von uns noch in Gange? Nur noch du, Matze? Ja, ich denke. Ja. Okay. Nur noch drei von die Gegner. Ja, in welche Richtung sollte ich mich denn da mal wegbewegen? Ich denke... Oh, ich flieg mal nach Norden und dann nachher nach Westen. Und dann überrasche ich sie. Von hinten! Hahaha, da rechnen die nie mit, da. Ja, wieso das mit meiner Kamera so ist, das möchte ich echt mal wissen. Überhaupt 40%. Was ist das denn für eine Zahl? Das war doch der Spruch von Bender. Ich bin 50% Zink. Ne? Ich bin 50% Mexican.
Standard-Ding ist vor. Hey, ich bin dabei, ich gehöre dazu. Ach ja, stimmt, und da hat er auch noch seine Klappe aufgemacht in der einen Folge, wo er das gesagt hat, glaube ich, mit einem 40% Mexican. Wo er gegenkloppt. En Jejo in Mexico. Genau, Mejo in Mexico. My real name is Bender Bending Rodriguez. Ich misch die jetzt alle auf, pass auf. Total spannend. Ich bin der Einzige, der sich noch versteckt. Alle warten nur darauf, dass ich endlich kaputt gehe. Weil es einfach keinen Sinn hat. Aber nein, ich werde noch Punkte machen. Ich werde in die Geschichte eingehen. Indem ich total weit nach Norden fliege und dann total weit nach Westen. Dafür bin ich geboren. Ja, so Zuschauermodus. Jetzt würde ich doch gerne irgendwie sein Flugzeug. Wie kann ich das bloß nur? Ich gehe mal noch weiter runter, glaube ich. Das lohnt sich nicht, hier so oben so zu fliegen. Einmal hier stealthy. Bin aus Holz. Und wenn man Holz ist, dann taucht man überhaupt niemals auf dem Radar auf. Deswegen heißt das ja stealth. Und Hunde können wohl nach oben gucken. Auch immer wieder schön. Ja, der sagt auch, Hunde können nicht nach oben gucken. Können sie auch nicht. Okay, es ist geladen, aber Hunde können wohl nach oben gucken. Ja, irgendwie. Das ist doch irgendwie, ne? Mhm. Warum? Sichteinstellungen, jo. Boah, ich bin so gemein, ne? Ich zögere das Spiel so unglaublich hinaus jetzt und guck mir noch die schöne Umgebung an. Ansicht wechseln. V, Außenansicht. So also war das damals will? Im Krieg. Einige haben halt die Sicht ausgenutzt, ne? Wenn sie gut war. Und haben halt den Krieg hinausgezögert. Das hat gereicht. Ich kann jetzt nicht einfach hier kommen. Ich opfer mich. Was bin ich denn dann für ein Soldat? Mit Krieger. Was bin ich denn dann für ein Krieger? Kein kalter Krieger. Grundlage. Ja, ich nutze einfach die Mission jetzt, um hier einen neuen Pfad durch die Tundra zu bahnen. Wo sind wir hier überhaupt? Hab ich gar nicht drauf geachtet vorhin. Reichsstadtgebiet. Nuts mit Norwegen. Ja, das würde Sinn machen, ne? Ja, die brauchen auch neue Wege auf die Fjorde rauf. Für die Touristen später. Ne, so in 30 Jahren wollen ja auch Touristen mal hoch. Kennt ihr schon den neuen. Ganz kurz, kennt ihr schon den neuesten Griechenland-Witz? Nee. Das fiel man da, weil das ja so schlimm ist da in Griechenland. Das fiel man da 10.000 Paar Schuhe hingeschickt hat. Umsonst. Brandneu. Haben sie die da hingeschickt. Alle möglichen Größen und. Und soll ich euch was sagen? Die Griechen haben das alles zurückgeschickt. Wisst ihr warum? Nee, waren Sach. Arbeitsschuhe. Boah. Du hast aber Glück, dass wir hier nicht gerade auf einer griechischen Karte sind. So. Oh. Ja, da kommt gleich der Grieche in mir hoch, ne? Ja, aber andererseits, der hätte auf Deutschland ja auch dann gepasst. So. Ich mein, ja, nicht ganz so stark. Naja. Nee, also komm, aber halt, komm, ne? Komm. Nee, ist also, kein Vergleich, es war. Nein, ich muss sagen, nein, da muss man jetzt gar nicht. Bei uns kommen nein. Die Leute, die sich Kinderpornos angucken mit 5000 Euro und Geldstrafe davon. Hauptsache verdient's genug, ist halt so. Ja. Ja. Nein, nein, das war ohne Hirn. Ja, Alter, ohne Sinn. Ohne Sinn, hab ich lange nicht mehr gehört übrigens, Alex. Äußerung. Ja. Ich kannte irgendwie mal kurze Zeit viele Jugendliche, die immer gesagt haben, ohne Sinn. Kurze Zeit nur? Ja, für einige Zeit, aber jetzt seit längerem nicht mehr. Weil nicht. Tschüss. Die Winterpause. Natürlich ist wahrscheinlich doch noch ein bisschen langlebiger, denke ich, ne? Das ist einfach noch mit kulturell geprägt dann. Chill mal. Ja, chill mal. Chill auf Phase. Ja.
So, jetzt gehe ich nochmal in den Tiefflug, um es noch gemeinsamer. Das feindliche Team hat alle Fahrzeuge verloren! Nein! Nein! Wisst ihr, was das heißt? Seht ihr den Balken? Ja. Ja? Wie geil, es hat was gebracht! Es hat was gebracht, ey. Sehr schön. Er ist garantiert irgendwie... hat irgendwann total beschissene Aktionen gebracht, oder die sind wirklich einfach nur der Treibstoff ausgegangen, konnten nicht mehr rechtzeitig landen. Hat sich wahrscheinlich verrechnet oder so.